Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Xenoverse. Ja, in der letzten Folge haben wir Route 8 abgeschlossen und sind nun in der Musikstadt Hyperion City angekommen. Ja, und jetzt ist wohl gerade unser Auftrag, was zu essen, oder? So good. You're free to serve your service. Please be your guests. Wow, the sweets look delicious. Yum. Guys, you should try the cream puffs. They're damn delicious. Excuse me, there were no sweets arranged. Was there a change of plans? Since they've already been served, so be it. You may serve your service freely. Yay, dessert. Yum, so good. Kerst, magnifique. No, they wolfed them. Missed us. We are really sorry you couldn't eat anything. Please accept this as an apology. Immerhin ein Sonderbaum. Please forgive us for the inconvenience. Hoho, those sweets look delicious. Whatever, Marcel, it's time to go. Ah, that hit the spot. Oop, too bad for the dessert, but it's no big deal. Marcel, you must be tired after such a long day. Must be hard to live as a trainer, huh? I know just a place where you can rest as much as you want. Come with me. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, die Stadt scheint schon recht groß zu sein. Nicht schlecht. Here we are, Marcel. This humble house is all for you and your Pokémon. Make yourself at home, get comfy and sleep to your heart's content and that amazing bed. Now I really have to go. I wouldn't wanna be out of energy tomorrow. Hehe. It suggests you take a nice nap yourself, but if you want to take one more stroll, feel free to do that. Anyway, sweet dreams, and I swear this isn't a joke about the buffet. Hehe. Ich würde das mit dem Rest noch nicht wirklich machen. Nee. Ich würde mich hier gerne etwas umsehen. Auch ein paar Leute hier reden. Ganz schnell mal. Oh, danke. Ja, ich muss sagen, die Musik ist hier nicht schlecht. Ein Luxusball.
Ah, gelbe Flöte. Und wieder mal lohnt es sich, mit den Leuten zu sprechen. So, bin ich hier unten aber schon fertig, oder? Ja, in dem Bereich schon. Okay. Und die weiße Flöte. Ah, die Treppe kommen wir da nicht hoch. Nächste TM. Ich überlege gerade, soll ich mal mit dem Zug fahren? Na, geht wohl gerade nicht. Ja, aber der Zug hatte ja auch einen Unfall, der eine. Muss man auch Verständnis für haben. Vielleicht können wir das später dann irgendwann machen. Mal mit dem Zug fahren. Haben wir zwar schon, aber ich meine so richtig, ohne Teamdimension oder Probleme. Sehen wir uns doch mal diesen Laden hier an. Ach nee, warte, das war der Gym. Zuerst. Niemand gesehen, was wir hier gemacht haben, okay? Schnell weg. Ja, ich gehe doch mal, bye. Ach, das war der Laden, oder? Holy shit. Warte mal, das sieht ein bisschen aus wie das von Team Skull mit dem weißen Kreuz. Oder müssen wir zu den Klamotten gehen, um damit interagieren zu können? Hm.
Vielleicht müssen wir auch da in die eine Umkleide hinein, aber... Ja, ich muss tatsächlich sagen, Klamotten shoppen sind eigentlich nicht wirklich was für mich. Irgendwie ist das nicht wirklich mein Fall. So, dann haben wir wohl jetzt die Stadt erkundigt. Und dann können wir uns nun ausruhen gehen. Today is Wallace Daddy's big day. You should head towards the concert square. Mal, wo ging's nochmal Richtung Bühne? Hier. Ah, na also. Marcel, there you are. Hurry up. It's about to begin. Ui, das sind aber einige. Hey, Hyperleon City. So, are you hyped up? Oh yeah, then put your hands up for Wallace Daddy. So, dogs, what's up? Alright, ready to smash this place? You cool with that? Then I want a yeah out of yeah! Yeah! Oh, come on! You can do better than that! Yeah! Das soll der sechste Arenaleiter sein? Oh yeah! That's the real deal! Now, that you're all fired up, we're ready to drop the bomb. You're here for the new hit, and yeah! Yeah! Wahaha! Yeah! Partner, lay down the beat! Ugh! What a terrible stomachache! Me too, I can... Ugh. Cross, I gotta go through. Oh, das kam wohl nicht so gut an. What the hell? Santana, it looked like everyone just left. Oh boy, was the new song so bad? But they were so charged up. Yeah, it must be the new hit was an epic fail. But why? Oh hey, there's still someone down there. Then there's someone who liked it. Thank you. Sorry for the interruption, but we tooth no one was left. I really wanna know such dedicated fans' names. I'm a really big fan of yours, as well as the city's guide for this event. Oh cool, what about yeah? Marcel, and you're a trainer, it's out of this world, buddy. It gave a booth an autograph, but this mess left me with a bad taste, and I don't think it's because of the gold. It never happened before people leaving my concerts. I think I need some time to dig into this failure. I don't think the spectators run away because of the song. What should I say? I don't think the people run away because the show was bad. You see, for this day, a big buffet was arranged at the gym ground floor. A buffet that wasn't supposed to have dessert. Well, I know, we set up that thing with my troop to publish the event, but I'm not following. Yeah! Let me explain, sir. Contrary to any arrangement, there were suites on display and not even the planners knew where those came from.
I still don't get it. What I'm saying is that someone may know who put those sweets there, which were probably bad. Coincidentally, neither me or Marcel had any and we're perfectly fine. Then what are we waiting for? Let's go to the gym and try to get something out of this. Na? Warte mal, war was mit dem Essen nicht in Ordnung? Und ist deshalb wohl allen so schlecht geworden? Was ist denn mit dem einen da? Der hatte das doch angeboten, oder? Was ist hier los? I saw everything with my own eyes. A weird purple Pokémon put those sweets on the counter while the cooks were distracted. A purple Pokémon, you said? A purple Pokémon? Like that one over there? Was ist das denn? Schlua! Ein XXL-Sabayone. Wack! Yet, that's it, I'm sure of it. But when did it become so huge? Beats me. I just know I'm gonna make it pay. I saw something like that in a movie and I know who to call for help. I'm gonna go make a phone bus. Marcel, you said you were a trainer. I won't really mind if you want, but if you wanted to help, I'd really appreciate it. Make up your mind quickly and meet me on the gym's roof. Very well, Mr. Daddy. We are going to assist the poisoned people. If it's not a problem, I'd like to go with Daddy. I can't miss seeing him in action. Alright, my friends, let's go! That creep's gonna recruit attacking my city. Muss sagen, vor dem Teil habe ich ein bisschen Angst. Aber alles gut, das kriegen wir bestimmt schon klein, auch wenn das wahrscheinlich etwas dauern wird. Vielleicht finden wir auch eine Möglichkeit, es wieder klein zu machen. Wow, richtig gutes Studio, muss ich dir sagen, muss mal sagen, was du hier hast. Nicht schlecht. Oh. Ich habe Herob vorne. Wenn Sabayon immer noch Typ Fee ist, dann kann ich hier mit Stahlflüge schon etwas machen. Muss aber sagen, ich habe ein kleines bisschen Angst. Hey, Marcel, come on. Come here. Hi. You decided to help me then. The more we are nailing this oversight noob, the merrier. Unity is strange, ha? Huh? Bist du sogar ein X-Pokémon oder? Slower! You know, Daddy, I've never seen this kid backing out of something ever since I meet him. Oh yeah! By the way, where the heck are those bastards? Hey, watch your mouth! Oh! Die Ghostbusters. Try to say that one more time and you'll get a punch in your ugly mouth. Got it. Wahahaha. Sup, Minta. I see you're always in good shape. But? War man sehe ich richtig, dass sie auch diesen Team Dimensionsrübe da mit sich gebracht haben? Über diesen Antennenfreak direkt da drüber. Enough with the Prism tries and let's get to work. Oh, Squirt is here as well. Marcel, I didn't see you first. Sorry. Hahaha. Todo Bean? Blast.
Nice to see you again, Marcel. Bzz. So, you already know each other. That's crazy. We've just met each other. Ja, Tatsache, das ist der. Oh, den haben sie aber ein bisschen verändert. Seems like that Pokemon is fed up with our chatter, and so are the players, probably. Hehe. Alright, don't worry. Guys is agreed to help you. Chrysler, it's time for the introductions. Aye, Captain. Revolver, initiate introduction protocol. Holla! Wow, den haben sie aber echt verändert. Revolver is a high-tech weapon created by cybernetically modifying the system of that Team Dimension masterpiece of engineering. I have to say that hacking the system was all but easy, even for me, but it wasn't impossible. After altering the modder code, the work was more than worth it. Alright, Chrysler, you always have to make things longer. In short, we now have an automated ghost-catching weapon on your side. Awesome! No crease? I didn't get much, but it looks dope as heck. Freaking this monster will be a piece of cake. Wahaha! My bean chicos, let's catch this gigant ghost! Buster! Charge your cannons. Lost. Salem, bump up your magmortar. I'm always on fire, girl. Come on, Will. Show Marcel your progress with the Kidung gun. Yes, sis. Chrysler, is the revolver's catching system ready yet? Affirmative. My bean. Revolver, once it's weakened, you have to trap that ghost, alright? Roger. 3, 2, 1. Geist in action! Als ob der Sound gerade wirklich gekommen ist. Hey, but why aren't your weapons working? I was about to tell you, but you were so caught up in the moment. Daddy must have omitted this detail, but I think that the Pokemon isn't a ghost type. Radar signs the sweets poisoned the Sidians. It's probably a poison type one. Ach, das ist von Gift oder was? Santana, are you dumb? We are the Geist. Our job is to catch ghost type Pokemon as the name's sugars. We came here for nothing. Sorry, it's just that when I saw this big fella, I thought about that movie with the gigant monster at... Did you take us for actors? We don't have time to waste with this nonsense. Oh boy! Those idiots weren't nailed. They got blown up in a flash. Alright then, Marcel. I guess it's up to you now. Let me see what you're made of. Ich soll gegen das Biest ran. Und es ist tatsächlich ein X-Pokémon. Bring it on. 46. Du mich auch, ey. Ja gut, das erste wird auf jeden Fall sein, versuchen es zu paralysieren. Ihr kennt meinen Trick. Toxic. Alles im grünen Bereich, Freunde. Oh, Gott sei Dank. Erdbeben. Geht daneben. Aber gut zu wissen, dass du das auch kannst. Das Ding kann Erdbeben. Toxin. Was hast du noch drauf?
Komm schon, Para. Oh Gott. Ach du Gottverdammte. Das ist Giftschock. Hat eine Stärke von 65 und ist ein Pokémon vergiftet, verdoppelt sich die Stärke der Attacke auf 130. Ich brauche Herrock eigentlich. Was mache ich jetzt? Der macht mich mit diesem Move alle. Okay. Ich brauche auf jeden Fall meinen Herrock wieder. Alter. Ho, 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 Freunde, hier geht was ab. So, jetzt bringe ich dich erstmal deine Init hier runter. Mach weiter in diesem Move. Aber eine Lebensanzeige ist schon weg. Das ist gut. Sehr schön, geflincht. Das kann aber auf Dauer nicht gut gehen. Oh, sehr schön, kann wieder nicht angreifen. Das Ding, ich habe leider keinen Stahl-Pokémon, aber selbst da, ich glaube, das müsste tatsächlich dann trotzdem noch eine Bodenschwäche haben. Das Tabayone spielt nicht schlecht, also von den Moves her. Was hat es? Erdbeben, Toxin, Giftschock, aber was ist sein letzter Move? Herrock muss es paralysieren, sonst kommen wir hier nicht wirklich durch, aber... Muss natürlich auch treffen. Komm schon. Los, Herrock. Ich zähle auf dich. Aber es macht nur wieder Erdbeben. Komm schon, ich weiß, du schaffst das. Das will gerade nicht wirklich funktionieren. Für deine Hilfe. Aber allzu viel Leben hat es nicht mehr wirklich. Wird das hier mal? Es ist Gift. Ich weiß nicht, ob hier Kampf wirklich gut was bringt. Diese Kung-Fu-Taktik hätte ich vielleicht noch benötigen können, aber ja, seht ihr. Jetzt nicht viel. Ist einfach nicht viel. Das Problem ist auch gerade aktuell, so wie ich das sehe, dass der speziell angreift. Dann nützt mir auch zum Beispiel ein Burn hier auch nichts, falls ich den erhalten sollte. Na, knall raus, was noch geht. Oh, ein Kampfmove. Das ist dein letzter. Frostpalm also. Frostpalm, Toxin, Giftschock, Erdbeben. Ja, Frostpalm, da weiß ich nicht mehr wirklich, was das für ein Move ist. Was machen wir jetzt? Ja, komm, zeigen wir ihnen unsere Hitze. Unser hitziges Temperament, Kurak. Ich glaube, ich muss wirklich wieder mein Team trainieren, weil wir sind quasi schon fast gleich stark gelevelt. Okay, Freunde, ich könnte versuchen, es zu fangen. Einmal hätte ich die Chance. Aber ich glaube, das wird nicht wirklich klappen. Ich sollte... Ich muss ihm eigentlich noch eine donnern. Nee, ich donner ihm noch eine.
Danke für deine Hilfe, Glurak. Na also, danke. Sehr schön. Jetzt versuche ich es mit einem Zenoball. Das dachte ich mir schon. Und es setzt wieder Toxin auf mich ein. Aber alles gut, Freunde. Das kriegen wir jetzt. Es ist paralysiert zum Glück. Wir kommen hier durch, keine Sorge. Da ich eh gleich sterbe, knall ich dir noch einen Stromstoß rein. Bitte, lass es ruhig am Leben. Sehr schön. Doch, den schaffen wir, den Kampf, Freunde. Oh Mist, das war zu viel. Naja, vielleicht ist es auch so vorgesehen, dass man das auch so machen muss. Slower! Slower! Boah, you show it at what's what, Marcel. Slower! Completed. Ah, jetzt ist es wieder normal. Slower! Oh, what the hell? The Tupu has become so tiny. It's obvious that it wasn't its real form. Otherwise, how could it have sneaked into the gym? It must have turned into a giant only after absorbing energy through those mysterious sweets. Oh, right. You're a legit genius. Alright, it's time to make this little bastard pay for... Is it crying? That is a sad cry, not a different one. Hey, little guy, tell me, you like music? Is that why you come to this town, don't ya? Can't blame ya, but then why? Hey, what the hell are ya doing? Don't worry, it's using its clear smoke move. Seems like it wants to make amends for what it has done. Oh, really? Cool. So you aren't a bad guy at all. Slur. Of course. Now I get it. You only wanted to help, but you didn't know the sweets were poisonous for us humans. Slur. No, little guy. When I was the bastion in Alora, a man working in the Malasada shop told me that someone who can cook can't be a bad guy. And wouldn't ye know that Kios Sai had a slur puff on it. Alright, I've made my Dixon. Listen up, Slurpuff. Would you like to join my team? Hey, Daddy, don't you think you're going a little ahead of yourself? These are things that only someone who lived in the hood can get. When you're alone, all by yourself, you just need a little push to feel part of a group. And music is something that you need people. Am I right, guy? Oh, sir! Well said. My boy. But you can catch this Pokemon with a regular ball because it's not from Eldiv, but from another. Ah, I never said I was gonna close it in a Pokeball. This feeder looks like a tough guy, a free spirit. And what's that you said? It's not from Eldiv? It's one more thing we have in common, Ten. Oh, sir! I found a new brother. Thanks to you, Marcel.
You said you were a trainer. So, I suppose you came here to tussle with me at the gym. Nah. Alright, challenge accepted. All tough, you can't aim for the top from the get to. Just like with music, biz. You gotta start from the bottom in my gym as well. So, let's go Neuvern. Bring them back at the bottom of the building. Bam! Bye, buddy. See you later. Das war ein Hafnir. Oh, Marcel. You almost landed on my head there. Rumors about your misventures with that Pokemon are already spreading in town. We as members of the staff managed to take care of the citizens. All tough to be honest, they just got their strange back all of a sudden. It's undoubtedly your doing, so I thank you in the name of the whole city. Now that the treat has been granted, you will be able to challenge Mr. Daddy. But first, you'd better heal your Pokemon. The gym challenge requires the best of your ability. The staff will be glad to welcome you as well explain how to tackle the challenge whenever you're ready. I'll be waiting for you. Ja, und wie es dann hier weitergeht, hoffentlich dann in der 6. Arena, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Xenoverse. Bis dann. Ciao.